Hallo und herzlichst willkommen zu einer neuen Folge aus der Serie Interviews mit SL-Kreativen der deutschsprachigen Community. Wahrscheinlich würde das kein Mensch erwarten, aber wir sind hier im Brennings Jazz Club und auch hier gibt es eine deutsche Mitownerin, die das gemeinsam mit ihrem Mann, mit Egan Brennings, aufgebaut hat und auch betreibt. Und genau mit Lorelei können wir heute Abend reden in einer wunderschönen Location, auf einer ganz tollen Sim. Und zuallererst mal herzlichst willkommen bei uns im Interview, Lorelei. Hallo, es freut mich sehr, dass du da bist. Ja, ist ein absoluter Zufall gewesen, dass das so schnell geklappt hat und das überhaupt geklappt hat. Weil kein Mensch kann sich vorstellen, dass ich hinter Brennings Jazz Club irgendwie doch irgendeine deutsche Seele verbirgt, aber es tut sie, sie sind halt doch überall. Ihr seid aber ein Paar aus nicht nur Deutschen, sondern dein Mann kommt woher? Mein Mann ist Amerikaner. Also er lebt zwar auch in Deutschland, aber er ist Amerikaner, ja. Ja, okay, also dann bedeutet das ist ja dann schon kulturell noch mehr vermischt irgendwie, ne? Also ja, kulturell auch weiter. Weitergestellt. Ja. Ja. Wir sind zu euch gekommen, wir haben uns kennengelernt, weil wir begeisterte Gäste sind, eure Sim und eure Veranstaltungen. Ihr macht absolut hochwertige Live-Events mit also exklusiven und ganz besonderen Künstlern, Live-Performern in Second Life. Und das haben wir jetzt am Wochenende auch wieder gemerkt. Eure Sim ist proppevoll, wenn ihr ruft. Ihr seid schon was Exklusives in Second Life. Habt ihr das Gefühl, das ist wirklich so? Also merkt ihr das selbst oder ist das für euch eigentlich nichts Besonderes, weil Alltagsgeschäft? Naja, das war schon das Ziel des Ganzen. Ne? Es gibt ja schon einige erfolgreiche Jazzclubs, wobei, wenn man sich so umschaut, die meisten sind eher noch Bauart circa 2008, ja. Das ist nichts dagegen zu sagen, aber ich habe einfach gedacht, wir machen mal hier was Modernes mit Dekoartikeln, die erst neulich rausgekommen sind. Ich füge auch ständig noch neue Sachen dazu, einfach um so ein modernes oder halt ja auch auf dem neuesten Stand der Technik in SL-Umfeld zu schaffen. Ja. Viele Leute merken das auch und die merken das sehr positiv an und es gibt aber auch welche, denen ist es, glaube ich, nicht so wichtig. Die wollen halt einfach die Musik hören, denen ist es nicht so wichtig, wo sie sind. Ist das jetzt was ist denn dein Hauptsteckenpferd? Ich rede jetzt mal vor allem natürlich mit dir, denn dein Icon ist leider jetzt nicht mit bei uns. Da reden wir also mal so von Frau zu Frau, ist ja auch schön. Ne? Also was ist denn so dein Hauptsteckenpferd in Second Life? Ist das eher so das Dekorieren und das Gestalten oder sind es die Events oder was ist denn das, wo du sagst, da steckt meine Leidenschaft drin? Ich habe eigentlich angefangen, ich bin ja schon in SL seit, Gott, jetzt müsste ich selber in meinem Profil nachschauen, 10 Jahren auf jeden Fall, ja. Am Anfang habe ich also weder gebaut noch irgendwas, gar nichts gemacht, also ich habe mal Bilder aufgehängt oder ein Sofa rumgeschoben, aber mehr nicht. Dann war ich zwischendrin mal eine Zeit lang weg und bin dann 2013 wieder zurückgekommen. Und dann hat mich das irgendwie relativ schnell interessiert, auch ein bisschen zu gucken, wie kann ich denn bauen. Und dann habe ich meine Zeit lang Klamotten auch gemacht. Gibt da auch noch einen Laden dazu, aber es ist nicht mehr besonders aktuell, weil ich dann einfach mit den ganzen Meshbodies und so und ich kann nicht selber meshen. Und ich wollte auch nicht so tief jetzt einsteigen, dass ich Blender lernen wollte, auch wenn mir das andere auf der Sim lebende Freunde und Menschen immer wieder ans Herz gelegt haben. Naja, gut, dann bin ich davon wieder weg und dann hatte ich irgendwie diese Idee zu sagen, wir sind früher immer gerne in Jazz Club gegangen, versuchen wir doch sowas. Naja, und dann war das eine sehr spontane Sache. Ich habe das, was oben im Himmel ist, das Apartment, jetzt überlege ich gerade, wie die Firma heißt, Abyss, genau, die machen ja ganz, ganz tolle Sachen. Das habe ich irgendwie gekauft und dachte mir, das sieht eigentlich aus wie ein Club. Da könnte man einen Club draus machen. Und dann habe ich den ersten Raum dekoriert und habe zu meinem Mann gesagt, du, ich finde, du solltest einen Jazzclub machen. Du warst doch früher mal in Amerika in der Musikbranche. Ich finde, du solltest einen Jazzclub machen. So hat es eigentlich angefangen. Und seitdem dekoriere ich und er kümmert sich um die Künstler und findet die und verhandelt mit denen. Und ich bin eher so die Dekobiene hier.
Na, no, das wäre jetzt schon meine zweite Frage gewesen. Also nimmst du mir jetzt aus dem Mund, wie das eigentlich alles angefangen hat. Umso besser. Also er ist im Grunde so der Director of Arts. Er macht die Kontakte und er hält im Grunde er macht den Terminplan, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja, ich mische mich zwar mal gerne mal rein, wenn mir was gefällt oder gar nicht gefällt, ja, aber im Grunde ja, das ist dein Job. Genau. Und offiziell gibt's euch jetzt hier seit 2013 immer auf dieser Location oder seid ihr umgezogen? Wie lief das jetzt vom Werdegang her? Ging das ja klein los oder schon von Anfang an relativ groß? Wie hatten das angefangen? Also ich versuche mich jetzt gerade zu erinnern, ich dachte, wir hätten Anfang 2014 angefangen, sowas in der Richtung. Ich habe damals, ja, 2014 war es genau, ich habe damals ein Stück Mainland besessen in Zypern. Es war auch wunderschön da und ein Freund von mir, der immer noch traurig ist, dass das alles weg ist und mir tut es auch tierisch leid immer noch. Hallo Chip. Der hat es wunderschön dekoriert, ja, und das Problem war dann einfach mit dem Club, dass die Mainland-Sim hat es überhaupt nicht gepackt. Also selbst die 30 Leute oder was, die man da eigentlich reinbringen kann, ich konnte da nicht mehr laufen irgendwann. Und dann haben wir schweren Herzens natürlich unter großen finanziellen Verlusten dieses Land verkauft und haben uns dann diese volle Sim hier gesucht. Natürlich Luxus, klar. Aber es geht wirklich nicht anders mit dem eigenen Club, das muss man schon sagen. Und wir haben hier einen lieben deutschen Freund, der Tolkien Budget, den ich auch gerade auf meinem Radar sehe, der auch hier lebt. Der hat eine Plattform im Himmel auf Sim-Größe und baut da Achterbahnen und alle möglichen technischen Gadgets und macht Trips. Und der mietet ein ganzes Stück von uns. Also dadurch ist das dann finanzierbar auch das Ganze noch. Ja, das Ja. hast du schon erzählt. Das finde ich auch extrem spannend, weil das ist definitiv mal wieder ein Gesprächspartner für uns. Ja, das ist ja wieder eine ganz andere Liga. Aber ich meine, 4 Jahre und Second Life ist manchmal schön, manchmal anstrengend. Ich stelle die Frage gern. Wenn du so die Zeit zurück, meinem Kopf so zurückfährst, ist das eher eine schöne und eine tolle Zeit oder ist es doch echt viel Stress. Was überwiegt da? Das frage ich sehr gerne. Gerade die sehr kreativ sind und die sehr, sehr viel tun in Second Life. Also damals, wie ich die Klamotten gemacht habe, die relativ kurze Zeit, das war so ein Jahr sehr aktiv, das habe ich irgendwann als Stress empfunden, weil ich da in zwei, drei Shopping-Events war und dann habe ich mich irgendwann bewusst dagegen entschlossen, weil ich auch in meinem Beruf am Wochenende öfter mal arbeiten muss und Dinge vorbereiten muss und das hat mir dann irgendwann ein bisschen Vogel rausgehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das mit dem Club ist eigentlich okay. Also für uns ist klar, dass wir am Freitagabend halt immer zu Hause bleiben. Es ist nur mal, wenn jetzt was ganz Wichtiges ansteht, irgendwie Familiengeburtstag oder so, dann lassen wir unsere Hostess mal alleine arbeiten. Sonst ist eigentlich klar, dass wir am Freitagabend da sind und den Club machen. Und das Restliche ist eigentlich ganz die Deko, die mache ich halt dann immer, wenn es gerade klappt. Ne? Vor Weihnachten ist ein größerer Act, wenn ich hier überall Schnee mache und nur Deko raushole und ansonsten. Läuft ganz gut, relativ nebenbei. Bin ich eigentlich ganz gut zusammen. Okay, jetzt komme ich zu dem Thema, das ist jetzt besonders spannend, jetzt wird es nämlich richtig aufregend, bevor wir nachher nochmal zu euren Künstlern kommen und so weiter. Es ist ja so, was die ganze Sache so richtig würzig macht, ihr seid ja ein SLRL-Paar. Und es hat mich nun schon ziemlich weggeflasht, als du mir erzählt hast, dass er für dich nach Deutschland gekommen ist und ihr auch miteinander lebt. Und du darfst es mir nicht übel nehmen, aber das ist natürlich etwas, was mich brennendst interessiert. Also, ihr habt euch in Second Life kennengelernt, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, oder ja? Wie ist Das ist das richtig. passiert und wie hat das stattgefunden? Also gib uns mal bitte oder mach uns mal die Freude und erzähl uns mal so einen Abriss, wie das gewesen ist. Okay, ist lustig, mein Mann ist gerade reingekommen. Ich weiß nicht, ob er das Thema gerochen hat, aber steht gerade hinter mir. Ich erzähle es Immer, dir. die Männer riechen das, immer. Also das war 2007, ja. Ja, genau, 2007, gar nicht so lange, nachdem ich mich hier angemeldet habe. Und ich habe damals, bin ich schon in Jazzclubs rumgehangen. Irgendwie habe ich das von Anfang an so begleitet. Und zwar damals das Bogarts Jazz, gibt es ja jetzt noch. Ja.
Das hat aber damals einer anderen Besitzerin gehört, der Jay Jewel, mit der habe ich auch ab und zu noch Kontakt. Die hatte also das Original Bogarts damals und die hat damals so Tänzerinnen eingestellt. Ja. Das sehe ich jetzt nicht mehr so viel in Jazzclubs, dass man Leute bezahlt dafür, dass sie mit Kunden tanzen oder wir haben so Revue-Girl-mäßig getanzt in Kostümen auf der Bühne. Und da Komm, ich stand ich muss so dich mal rum. unterbrechen. Komm, wir setzen uns mal hin. Das ist so schön bei Ja. euch. Das ist ein schönes Thema. Komm, sieh mal, ich muss jetzt, außerdem muss ich mich bequem hinsetzen. So, spannendes Thema. Ich hoffe, dass mein Das Rock ist das also mitmacht. nicht Mir ist so. schon mehrfach passiert, dass ich dann saß wie wäschender Bauer links, aber das geht. Ich Okay, muss mal jetzt. meine Sitzpositionsstellen noch einstellen. Das sieht immer so ein bisschen blöd aus, wenn man hier so mit dem Hintern in der Luft schwebt. Ja, Dinge, die in der Realität eher weniger passieren, aber ich glaube, jetzt geht's. Ja, geht. Okay. Genau, und da habe ich also gearbeitet und habe so die Leute angequatscht, die in den Club reinkamen, habe immer gefragt, ob sie gerne tanzen möchten. Und ja, dann war mein Mann da und ich habe ihn gefragt, ob er tanzen will, sagt er ja und dann haben wir uns eigentlich von Anfang an sehr gut unterhalten. Und das ging dann so weiter, wobei das Ganze, die ganze Bekanntschaft hatte durchaus Ups und Downs. Es gab mal wieder ein halbes Jahr, da haben wir gar nicht miteinander gesprochen und dann haben wir wieder miteinander gesprochen und das Ganze hat sich dann so ungefähr von 2007 bis 2009 ungefähr gezogen und dann haben wir beschlossen, dass wir uns mal treffen. So in Wirklichkeit. Also Das so war eigentlich richtig der Anfang. mit live und in Farbe und mit allem, was dazugehört. Genau, ja. Das war in Er den ist ja aber, USA, er ja. kam aus den Staaten, ne? Also er ist da wirklich von über den Atlantik, also direkt, um damit ihr, du oder ist bist du hin oder ist er gekommen? Ich war eh dort. Also ich war dort, weil ich mit einer Freundin unterwegs war und dann ist er zwar, keine Ahnung, 200 Kilometer gefahren, um mich da zu treffen, aber ich war eh schon drüben. In der Okay. Gegend so grob. Okay. Ja. Wie war das? Wie war das? Das war eines der spannendsten Dinge in meinem Leben, aber es hat irgendwie gar nicht viel Worte gebraucht und es war irgendwie gleich alles klar und gut. Also ich kann da anderen wirklich nur Mut machen. Ich denke, ja, also ich denke irgendwie, wenn man hier mit jemandem länger Kontakt hat, dann kriegt man die Sachen schon raus, auf die es ankommt. Ja. Das war also Und auch Biochemie und sowas hat. Dann hattest du Angst davor, dass das nicht funktioniert, mit sich riechen können und solche Sachen, oder warst du dir relativ sicher, das geht? ja, wir hatten ein bisschen eine verworrene Geschichte, ja. Also wir waren ein halbes Jahr sehr intensiv zusammen. Dann haben wir schon überlegt, ob wir uns treffen. Dann hat er wieder gesagt, das macht ihm alles Angst und ist zu kompliziert. Und dann haben wir ein halbes Jahr gar nicht mehr gesprochen. Und als wir uns dann letztendlich getroffen haben, waren wir hier eigentlich eher Bekannte und Freunde als ein Liebespaar. Dadurch ich glaube, er hatte mehr Angst als ich. Ich bin dann da relativ locker hinmarschiert und habe mir gedacht, ich gucke jetzt einfach mal. Ja, Also ich klar, glaube, es glaube ich ist dir schon, sofort. Glaube ich dir ja. sofort. Ja, Ich glaube, es ist schlimmer, wenn man absolut. hier gerade so völlig ineinander verschossen ist und den ganzen Tag Händchen hält und so. Und dann, ich glaube, da ist der Druck größer, ne? Ja, okay, aber trotzdem, ich meine, man ist doch aufgeregt. Also, das ist doch. Ja, klar, irgendwie schon. Aber es war dann, es hat sich schnell gelegt. Es war halt mal eine Viertelstunde und dann ging es eigentlich. Ja. Ja, okay. Weil das von diesem ersten Treffen bis zu dem Entschluss, dass ihr dann echt in Deutschland zusammenleben werdet, wie viel Zeit ist dazwischen gewesen? Dazwischen war noch mal, lass mich überlegen. Ich würde schätzen, da war noch mal ungefähr 2 Jahre dazwischen. Also er ist dann noch 2 Jahre doch regelmäßig hierher gekommen. Es ging auch mit seinem Job ganz gut. Und ja, war dann immer eine Zeit lang hier und dann ist er wieder zurück. Halt im Rahmen der Regeln, in denen es möglich war, und ist dann eine Zeit lang so lustig hin und her geflogen. Und dann hat er irgendwann schon gesagt, also ihm hat es auch da, er war eher im ländlichen Amerika an der Ostküste, ja. Und eigentlich wollte er auch nicht unbedingt aus dem Land sein und dann fiel ihm das eigentlich relativ leicht, hierher zu ziehen, dem ich in einer größeren Stadt bin. Fand er das dann auch von daher ganz gut. Okay. Und
zwei Jahre und ihr seid aber dann zusammengezogen und es war klar, ihr lebt aber auch weiter in Second Life zusammen. Also das war auch relativ schnell klar oder hat das auch erst eine Weile gebraucht? Wir haben zu dem Zeitpunkt dann eigentlich beide nicht mehr wirklich gespielt. Das war, oder zumindest nicht zusammen. Also das war ganz komisch. Das, bei uns ist das wirklich auseinandergegangen und eine Zeit lang haben wir uns auch gar nicht vorstellen können, hier miteinander irgendwas zu machen. Ich habe dann 2013, eine Zeit lang hatte ich einen Computer, den hat er mir zynischerweise zu Weihnachten geschenkt. Ich glaube 2011 war es, der kein SL konnte. Das war ganz sehr, sehr sinnig. Aber das wusste er nicht. Es war keine Absicht, geht davon aus. Dann hatte ich also diesen blöden Computer, ja, der es nicht konnte, der hat sich immer aufgehängt dabei. Und ja, da haben wir tatsächlich beide eigentlich eine Zeit lang gar nicht gespielt. Oder wenn nur getrennt voneinander und mal ganz kurz. Und ich habe dann im 2013, genau, habe ich dann irgendwie gedacht, da ist meine Mutter verstorben und dann dachte ich mir, ich will jetzt irgendwie was anderes machen und bin dann da einfach mal wieder hin und habe mir dann alleine ein Parcel gemietet in Sailor's Cove, so Neuengland Thema, so ein kleines Inselchen und habe da so eine kleine Hütte hingestellt, ist so gar nichts Besonderes. Und habe dann meinem Mann aber erst ein paar Wochen später davon erzählt, so ganz verschämt, ich habe wieder Land. Ja, und dann ist er auch wieder hingekommen und dann haben wir miteinander angefangen, wieder zu spielen. Ne? Ich meine, klar, wir sehen uns jeden Tag, wir leben zusammen. Wenn Leute immer sagen, wie ist es bei euch und stören wir euch hier und so, also das ist bei uns jetzt eigentlich kein Thema mehr, weil wir verheiratet sind und zusammenleben, ja. Leben uns eher kreativ hier auch mittlerweile. Da kann man ja auch ein bisschen neidisch werden, weil das ist ja eigentlich so die Sahne auf dem Ganzen, ne? Wenn man beides verbinden kann irgendwie. Es gibt ja sehr viele negative Geschichten, die man so hört, ne? Über Menschen, die verlassen werden, die verletzt werden und so weiter. Es gibt auch sehr viele, die sehr traurig sind, also weil sie sehr einsam sind und auf der Suche sind nach jemandem. Egal, ob es jetzt eine Freundin ist oder ein Partner oder, hast du für die, Ratschlag ist so ein doofes Wort, aber, du weißt, was ich meine. Irgendwie so eine Weisheit im Hintergrund, wo man sagt, also, so nach dem Motto, lass es laufen oder hat keinen Sinn oder such gar nicht oder irgend sowas, was du Menschen sagst, die wirklich hier echt verletzt worden sind? Also generell glaube ich, hierher zu kommen, weil man eine Beziehung sucht. Da ist neulich ein junger Mann hier über die Sim gestolpert und hat mich gefragt, wie er Frauen kennenlernen kann. Ich ihm ja Landmarks geben kann. Ich glaube, wenn man hier bewusst sucht, ist es schwierig. Ja, also es ging mir mit Freunden ganz genauso. Die habe ich eigentlich immer gefunden, wenn ich einfach so vor mich hingewurschtelt habe. Ja, und dann bei irgendwas, das mich interessiert hat, habe ich jemanden getroffen. Ob es jetzt ein Ort ist, an dem man generell leichter eine Beziehung schließen kann als außerhalb, das bezweifle ich eher, muss ich sagen. Ja. Also ich glaube, wenn man wirklich auf der Suche ist und sich alleine fühlt, dann gibt es vielleicht wirklich andere Wege, wie man einfacher jemanden finden kann, ja. Weil per se die Wahrscheinlichkeit, dass die Person um die Ecke liegt, ist ja hier drin schon mal sehr klein, ja. Ja, absolut. Ja, also von daher. Wenn dein Mann jetzt in RL neben dir ist, der kann auch gerne hier mit auf das Sofa gegenüber oder so. Dann haben wir ihn auch mal im Bild. Also sag ihm ruhig, er soll mal mitkommen, wenn er Lust dazu hat. Dann haben wir ihn auch mal gesehen im Bild. Das, vielleicht hat er ja Lust. Mein Telefon. Ich stelle es jetzt mal auf. Jetzt ist er natürlich wieder rausgegangen, ich kann ihn aber mal anskypen. Er sitzt nebenan in seinem Arbeitszimmer. Ich kann ihn mal bitten, dass er sich hier hinsetzt. Ach cool, ich skype meinen Mann im Arbeitszimmer an. Ja, aber das ist ja, mal so ein Second Life. Er schämt sich ein bisschen, weil er der Meinung ist, sein Deutsch ist immer noch zu schlecht da. Ja, er muss ja nicht reden, wir wollen ihn ja nur angucken. Also ist ja, wie gesagt, er muss nichts tun. Sag ihm nochmal, dass er nicht sprechen muss.
da sitzen und schön aussehen. Also alles gut. Aber dann ist er wenigstens mal mit dem Bild. Das wäre doch toll. Ja, Ich wollte ja. nämlich jetzt gerne noch mal zu dieser anderen Nummer kommen, die auch nicht so selbstverständlich ist. Und offensichtlich ist euer Second Life-Erleben nicht selbstverständlich. Das ist diese Auswahl von Künstlern, die ihr bei euch habt. Das sind ja nun wirklich, wirklich tolle Performer und große Künstler in unseren Augen, wirklich ganz, ganz große Stars auch. Diese Kontakte, wie entstehen die? Kennt ihr einige von ihnen persönlich? Gibt es da Freundschaften? Und habt ihr vielleicht irgendwie noch so Visionen, was man später mal machen könnte, irgendwie eventtechnisch gemeinsam oder sowas? Also das ist ja nun wirklich ein ganz, also ihr habt ja ganz spezielle Menschen bei euch. Ja, generell ist es schon so, dass die meisten von den Performern auch wirklich zu Freunden geworden sind. Ja. Wie finden wir die? Also meistens ist es wirklich so, dass wir halt tatsächlich in andere Clubs gehen, ja, und uns Leute anhören und die dann bei nächster Gelegenheit mal ansprechen. Es geht fast nicht anders, weil ohne jemanden vorher gehört zu haben, kann man so eine Entscheidung nicht treffen, ja. Wir haben am Anfang, wie wir angefangen haben, hatten wir so ganz klassischen Jazz. Da hatten wir auch so ein paar Männer, die so Frank Sinatra-mäßig gesungen haben, ja. Die sind uns dann aus verschiedenen Gründen abhanden gekommen, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Der eine hat auf der Bühne seine Kündigung ausgesprochen. Aber gut, Drama gehört auch dazu. Ja, das ist ja was, ohne Drama ist ja langweilig. Geht's nicht, das stimmt. Mittlerweile haben wir 4 Frauen, die am Freitag regelmäßig auftreten und das sind wirklich alles Goldstücke. Was auch interessant ist, also eine ist aus Großbritannien, eine ist aus Belgien und 2 sind aus den USA. Ja, also ganz gemischt, finde ich auch ganz wichtig. Und die sind aus unserer Sicht alle wirklich sehr, sehr gut. Ja, also man muss nicht immer unbedingt einen Künstler haben, der auf einem extrem hohen Niveau da sich bewegt, aber ich finde schon, also so ein bisschen Herz muss halt die Performance auf jeden Fall haben, ne? Und generell finde ich auch, dass gerade Leute, die hier nicht 4 oder 5 Konzerte am Tag geben, ja, dass die oft schon nochmal eine andere Qualität reinbringen. Also ich meine, ist Ja. niemand bestimmt, man will auch niemanden schlecht machen, um Gottes Willen, aber wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass halt Leute, die sagen, ich mache das wirklich nur zum Spaß hier, ich bin eigentlich, mache ich was anderes, aber ich komme nach SL 2, 3 Mal in der Woche und gebe ein Konzert, dass die oft halt, dass der Riesenspaß, den die haben, in dem Moment total rüberkommt, ja. Dass das sehr angenehm ist. Ja, den zweiten Teil muss ich jetzt noch beantworten, das waren die Visionen. Was wünsche ich mir? Also wir, beziehungsweise mein Mann denkt immer drüber nach, dass wir mal noch mehr Abende mit Musik machen sollten. Das haben wir auch schon ein paar Mal probiert. Für uns hängt halt ein bisschen das Problem natürlich dran, wenn wir uns den Samstag jetzt auch noch zuklatschen, dann hängen wir das ganze Wochenende daheim Ja, fest. Ja, geht ganz schnell, ja. also das möchte ich halt ein bisschen vermeiden, ne? Dass wir überhaupt kein richtiges Sozialleben mehr haben. Und Leute zu finden, die für einen arbeiten und total zuverlässig sind. Also wir haben Gott sei Dank momentan wieder so eine Hostess, ja. Aber das ist schon schwierig. Vor allem ist für mich dann auch immer, für mich selber jetzt die ethische Frage, auch wann fängt dann Ausbeutung an, ja. Also ich mag jetzt auch nicht unbedingt einen Clubmanager haben, die oder den ich nicht bezahle und die dann hier 5 Tage in der Woche ausharren. Ja, das Ja. fände ich jetzt auch nicht richtig. Also von daher, irgendwie ist für uns schon klar, dass wir das hauptsächlich selber wuppen müssen, ja. Und also die Idee ist jetzt, dass wir eben noch einen zweiten Abend auf jeden Fall machen in der Woche, wahrscheinlich unter der Woche oder Sonntagabend, eventuell vielleicht auch mit dem anderen Musikstil, ne? Also es vielleicht eher mal in die Blues-Richtung gehen oder Motown oder so. Also ich denke, Hardrock wird es hier weniger geben, ja. Aber wir sind schon auch offen für andere Musikrichtungen so gerne. Würde vielleicht auch nicht ganz so gut hierher passen. Das ist ja wirklich eine so stilvolle und romantische Sim. Seraph macht Bilder von der Sim, sodass man die auch mit sehen kann, obwohl wir hier so gemütlich auf dem Sofa sitzen. Und wie gesagt, hier müssen Leute raufpassen. Ihr habt viele Gäste.
Wir haben schon mal kurz angesprochen, das ist ein echter Aufwand, vor allem finanziell. Wuppt ihr das aus der eigenen Tasche oder könnt ihr sagen, insgesamt ist das ein Plus-Minus-Null-Geschäft oder ist das für euch schon, also auch finanziell eine Belastung, inklusive der Künstler und so weiter? Also ich würde jetzt mal grob schätzen, dass es ungefähr ein 200 € Minusgeschäft im Monat ist, ja. Ja. Da sind wir aber beileibe nicht die einzigen Clubbetreiber, denen das so geht. Das muss man ganz offen sagen. Das geht 95% der Clubbetreiber so rum. Was ganz interessant ist, es gibt halt Clubs, die zahlen ihre Performer gar nicht. Ja, die gibt es auch. Und dann gibt es halt welche wie wir. Wir würden jetzt niemanden nehmen, der für SL-Verhältnisse sehr teuer ist, weil wir einfach sagen, wir können das nicht finanzieren, ja. Wir zahlen die Leute aber schon und die dürfen auch bei uns ihre ganzen Tipps behalten, ja. Also da ist die Spanne in SL von wir zahlen dich nicht und du gibst uns noch einen Teil deiner Tipps ab, ja. Bis wir zahlen dir 8000 Linden in der Stunde und du behältst alle deine Tipps halt sehr groß. Und ich denke, dadurch ist ein bisschen Problem mit der Qualität hier, ja, weil letztendlich es kostet alles Geld, ja. Es gibt viele wahnsinnig liebe Leute, die versuchen einen zu unterstützen, ja, aber das sind halt nicht alle und das ist auch gar keine Kritik an den Einzelnen. Mir ist völlig klar, dass es Leute gibt, die sich das auch gar nicht leisten können, ja, dabei jeder Performance 100 Linden einzuschmeißen. Nichtsdestotrotz ist es aber trotzdem ein Problem für die Clubbetreiber, ne? Es ist ja, ich habe so eine Facebook-Diskussion gelesen und da ging es genau um diesen Punkt. Glaubst du, dass oder pflichtest du mir bei, dass diese Einstellung der Gäste gegenüber den Clubbesitzern da zu lasch ist? Also, dass das zu selbstverständlich genommen wird? Also, die kommen, die haben Spaß, die werden bestens unterhalten und können sich im Grunde das Angebot raussuchen, aber das würde ja nicht funktionieren, wenn nicht Leute das mit Leidenschaft aus der eigenen Tasche funktionieren. Ist diese Einstellung zu selbstverständlich in Second Life, dass das so ist? Ich glaube nicht, dass es böse Absicht von den Leuten ist, ja. Ich glaube, die meisten sind sich dessen wirklich einfach nicht bewusst. Ich war mir früher dessen auch nicht so bewusst, das sage ich ganz ehrlich. Ich meine, die erste Sache ist natürlich mal so generelle Höflichkeit, ne? Wie gehe ich mit anderen um und sage bitte und danke, das ist halt wie im richtigen Leben. Das andere ist die finanzielle Unterstützung, wo ich mal ganz offen sagen kann, dass wir vielleicht in Sachen Tipps von unseren vier Performern am Freitagabend einen refinanziert bekommen. Ja, also das ist ungefähr 25% der Kosten für die Musiker kriegen wir in Tipps zurück und die Kosten für die Sim, die gehen eher auf uns, ja, und für die Deko und so, das ist klar. Es gibt solche und solche Leute, ja. Ich habe schon Leute erlebt, die wahnsinnig freundlich sind, sagen, Mensch, ihr habt hier so einen tollen Job gemacht und Kompliment und die schmeißen ja dann noch 200, 300 Linden ein und kommen auch regelmäßig wieder, ja. Und dann habe ich ja letzten Freitag echt einen gebootet, weil er schon in unserem Chat gesagt hat, ja, schick mir ein TP, ich komme gern rüber, aber wie, es fragt hier jemand nach Geld. Und das fand ich, also natürlich, es muss keiner was geben, es wird keiner blöd angeredet, der nichts gibt, um Gottes Willen, ja. Aber ich finde, die Frage muss erlaubt sein und jeder entscheidet dann selber, ja. Letztendlich, so viele Möglichkeiten gibt es nicht. Man kann einmal in der Stunde nett nach Tipps fragen, mehr machen wir auch im Grunde nicht, ja. Und die Sim zu schließen und 200 Linden Eintritt zu verlangen, da möchte ich nicht hin, ja. Insofern wird es freiwillig bleiben. Und ich denke auch, dass die Gäste damit leben müssen. Und die meisten nehmen das auch nicht krumm, ist mein Eindruck. Ja, die geben halt oder geben nicht, je nachdem, wie sie können. Ja, es ist halt nur eine Gefahr, ne? Also diejenigen, die sich dann vielleicht nur ärgern müssen und irgendwelchen Stress haben, klar, die Gefahr ist, dass das immer weniger wird und damit natürlich auch die kulturelle Qualität immer mehr abnimmt, ne? Ist ja klar, ist ja das eine ergibt das andere. Wir wünschen euch aber von Herzen, dass das noch ganz lange und ganz schön mit viel Freude so weitergeht. Es ist ja ein Video, das wir mehr oder weniger und vor allem für euch machen. Und vielleicht kannst du ja noch ein paar Worte sagen zu denen,
die euch geholfen haben, die euch am Herzen liegen, irgendwie irgendwas Persönliches, wenn da noch jemand ist, dann kannst du das gerne machen. Das ist so im Radio, sagt man dann, möchtest du noch jemand grüßen? Also weil es noch so irgendwie wichtige Menschen gibt, dann wäre das der Moment. Dann wäre das der Moment. Ja, eigentlich fallen mir da zwei Leute ein. Zum einen Scarlett, meine Freundin, die auch bis vor einem halben Jahr lange unsere Hostess war, ja, und den Club mit aufgebaut hat, der ich danken möchte. Und das andere ist hier Torgen auf der Sim, der dann schon relativ früh zu uns gezogen ist und der uns einfach schon einen ganzen Teil der Sim-Kosten abnimmt. Ja, das hilft schon. Glaube ich, ein Viertel hat er, glaube ich, gemietet oder so. Das hilft auf jeden Fall, ja. Und Torgen ist auch der technische Berater und der technische Hausmeister, möchte ich mal sagen. Ja. So immer, wenn irgendwas nicht funktioniert und ich irgendwelche Passes neu verbinden muss und ich mich mal wieder dumm anstelle, dann ist er immer freundlich und immer hilfsbereit. Ja, vielen Dank dafür. Also ich bin mir ganz sicher, dass wir nochmal hierher kommen, weil das ist einfach das ruft regelrecht. Wiederholung, Wiederholung. Erst recht, wenn ich auf das gegenüberliegende Sofa gucke, wo immer noch kein Mann sitzt. Also müssen wir das wiederholen. Das war ein absolut schönes erstes Gespräch. Wir haben noch nie vorher miteinander gesprochen. Wir kennen uns überhaupt nicht. Und es ist immer wieder eine ganz große Erfahrung und eine ganz schöne Erfahrung, Menschen hier kennenzulernen, die wirklich mit Leidenschaft und Liebe etwas aufbauen und erhalten. Dafür bedanke ich mich von Herzen. Macht das weiter für uns alle, weil wir haben ja was davon. Und ihr seid ein großer kultureller Teil dieses SL-Lebens. Es ist mir eine große Ehre, dass das heute geklappt hat und ich bedanke mich herzlichst bei dir für dieses Gespräch. Wir wünschen euch das Beste für die Zukunft. Vielen, vielen, vielen Dank, Lorelei. Ich habe zu danken und bin schon super gespannt auf das Video. Ich habe schon in eurem Kanal gestöbert, kann das eben nur empfehlen. Es war sehr interessant und wunderschöne Videos. Ich kann es kaum erwarten, das Endprodukt zu sehen. Eins noch zum Schluss. Alles, was ihr über Pineapps Jazz Club wissen müsst, die LM, die Namen, Kontaktseiten, alles findet ihr in der Beschreibung des Videos. Einfach auf Mehr anzeigen klicken, dort steht alles. Kommt vorbei, schaut euch das an, es ist eine Augenweide und ein Ohrenschmaus. Bis zum nächsten Mal, bye bye. Tschüss.